Deutsche Teenager und ihre Zeitschriften. Eine nostalgische Reise in die 70er. Stellt euch vor, wir drehen die Zeit zurück in die 70er Jahre. Damals in Deutschland klebten die Teenager förmlich an ihren Zeitschriften. Lasst uns gemeinsam einen Blick in diese bunte Welt werfen. Die 70er Jahre waren eine Schatzkiste für junge Leute. Allen voran stand die Bravo, die alles abdeckte, was Teenagerherzen höher schlagen ließ. Popstars, Lifestyle und natürlich die berühmte Dr. Sommer-Rubrik mit Ratschlägen rund um Liebe und Leben. Wer eher auf Rock und Gegenkultur stand, griff zur Pop. Und für die eingefleischten Rockfans gab es die Rocky, vollgepackt mit dem Neuesten aus der Rockszene und ihren Stars. Die Mädels hatten ihre ganz eigenen Magazine wie Mädchen und Melanie, die sich um Mode, Make-up und die ersten Schwärmereien drehten. Als Ableger der Bravo bot die Bravo Girl Styling und Beauty-Tipps speziell für junge Frauen. Nicht zu vergessen die Pop-Foto, ein weiteres Bravo-Spin-Off, das sich ganz den heiß begehrten Star-Postern widmete. Vor allem bei den Mädels ein Renner. Auch die Twist, die OK und Popcorn mischten auf dem Zeitschriftenmarkt mit. Ein bunter Mix aus Musik, Promi-Klatsch, Mode und Romantik. Doch keine konnte der Bravo das Wasser reichen. Diese Zeitschriften waren mehr als nur bedrucktes Papier. Sie waren ein Rettungsanker, ein Ratgeber und eine Flucht aus dem Alltag für die Teenager der 70er. Welche Erinnerungen habt ihr an diese legendäre Zeit?